Geehrte Brüder und Schwestern im Islam und werte Mitbürger, wir als Realität Islam haben eine Botschaft für euch und sprechen zu euch als Teil der Gesellschaft und als Teil der muslimischen Minderheit hierzulande. Als Muslime sind wir davon überzeugt, dass es trotz unterschiedlicher Weltanschauungen und Lebensentwürfe möglich ist, einen vernünftigen Diskurs zu führen und ein konfliktfreies Leben zu gestalten. Doch dies bedingt die Akzeptanz von Andersartigkeit, ohne Angst und Panikmache, ohne Hetze und Hysterie und ohne Kriminalisierung und ohne Dämonisierung. Als direkt Betroffene beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv mit der Minderheitenpolitik und warnen alle Mitbürger davor, die gegenwärtigen Entwicklungen stillschweigend hinzunehmen. Denn getarnt als Integration wird durch Verbotsdebatten, repressive Gesetze und die Denunzierung einer ganzen Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaft der Nährboden für einen aggressiven Nationalismus erzeugt. Und der liberale Verfassungsstaat wird damit zu einem übergriffigen Obrigkeitsstaat, der auf illegitime Weise in das Leben all seiner Bürger eindringen kann. Als Realität Islam stellen wir uns dieser Entwicklung entschieden entgegen und haben eine Kurzbotschaft verfasst, in der wir konzentriert auf die Kernproblematik der fatalen Minderheitenpolitik eingehen und rufen euch dazu auf, uns dabei zu unterstützen. Ladet den Flyer unter dem oben angegebenen Link oder auch direkt auf unserer Webseite runter, druckt es aus und verteilt es in eurem Umkreis. Lasst uns alle gemeinsam dieser Polarisierung entgegenwirken und einen Beitrag für den gesellschaftlichen Frieden leisten, für einen vernünftigen Diskurs, für ein Modell des Zusammenlebens, in dem sowohl Muslime als auch Nichtmuslime ohne Angst und Gewalt leben können.